Hier ist was los, Freunde. Herzlich willkommen in China, genauer gesagt in Peking und herzlich willkommen zur Präsentation der neuen Mercedes E-Klasse. Die ist ja schon mal präsentiert worden und zwar im Januar in Detroit. Jetzt hier in Peking ist sie nochmal präsentiert worden, aber irgendwie sieht die auch ein bisschen anders aus als die, die wir in Amerika gesehen haben. Warum das Ganze? Das verraten wir Ihnen gleich. Dafür brauchen wir aber einen Experten und zwar jemanden, der länger ist als ich, also in der Körperlänge. Wenn Sie sich jetzt wundern, was das für ein komisches Zeichen ist, das ist ein chinesisches L und das L steht in dem Fall für lang, klar. Lang meinen die aber nicht mich, obwohl ich 2 Meter groß bin, sondern die E-Klasse in der Langversion. Und tatsächlich, so lümmeln in der Oberklasse-Limousine, das habe ich in der Form auch noch nicht erlebt. Das liegt daran, dass die E-Klasse eigentlich sowieso schon ziemlich geräumig ist. Für den chinesischen Markt bekommt sie jetzt 14 cm mehr Radstand und damit wird auch die Rücksitzbank um 14 cm nach hinten geschoben. Und das sorgt dafür, dass man in diesem Ding drin sitzt und sich fragt, eine S-Klasse, wofür braucht man das eigentlich noch? Ganz im Gegenteil, das ist sogar noch ein bisschen luxuriöser als eine normale S-Klasse, denn wenn wir hier gucken, das erste Mal bei Mercedes ein Touchscreen in der Mittelkonsole, wo sich das Multimedia-System fernbedienen lässt. Und das Ganze erinnert dann doch so ein bisschen an Maybach, der war nicht richtig erfolgreich, der hier soll es aber werden, denn es ist eins der wichtigsten Autos für Mercedes auf dem chinesischen Markt. Die meisten, die wollen gar nicht mehr aus diesem Auto aussteigen, die würden am liebsten direkt damit wieder hier aus der Halle fahren. Wenn es Ihnen auch so geht, wenn Sie sagen, das ist genau mein Kraftfahrzeug, habe ich eine gute und eine schlechte Nachricht für Sie. Die gute ist, der hier, der kommt noch dieses Jahr auf den Markt. Die schlechte, leider müssen Sie dafür wohl nach China umziehen, denn der Wagen wird tatsächlich nur hier verkauft. Und dementsprechend wird das Reich der Mitte auch die Heimat dieser langen E-Klasse bleiben.